SWR 1 Baden-Württemberg. Leute. Der coolste Opa Deutschlands wird er oft genannt. Klaus-Dieter Klausnitzer ist heute Vormittag da. Schön, dass Sie da sind. Bekannt aus dem Münsteraner Tatort. Da spielen Sie den Vater von Hauptkommissar Thiel. Eine sehr dankbare Rolle, oder? Ja, eine ganz tolle Rolle. Ein Geschenk, diese Rolle. Das nehme ich an. Und eins müssen wir ganz schnell aufklären. Wer jetzt gerade in den Podcast guckt und sich fragt, Mensch, wo ist denn der Zopf beim Klausnitzer? Den habe ich natürlich nicht, sondern der wird hineingeflochten immer für den Tatort. Aus welchem Grund? Wieso auf welchen Grund? Weil ich nicht eine eigene Haare habe. Die werden also hineingeflochten, dann habe ich diesen Zopf von dem coolen Vatern. Haben Sie als Student auch mal den Taxischein gemacht? Nein, habe ich nicht. Es gibt ja immer so viel, da fragt man sich, was passt zur Rolle und wie identifiziert sich jemand damit? Das haben wir gerade gesagt, also der Zopf ist nicht dabei, dann gibt es den Taxischein in der Verbindung nicht. Wie sieht es aus? Sie haben ja die Rolle des kiffenden Taxifahrers. Wie sieht es mit dem Kiffen aus? Sie wollen fragen, wann ich meinen ersten Joint geraucht habe. Dann hätten Sie lieber gefragt, wann habe ich den letzten geraucht. Ich habe die Frage noch nicht gestellt. Aber Sie können gerne darauf antworten. Nein. Also das ist so ein bisschen auch eine Privatgeschichte. Ich möchte auch nicht sagen, wann habe ich die letzte Flasche Wein geköpft. Wenn ich auf meiner Terrasse sitze, dann meditiere ich auch ein bisschen. Und das hilft auch dabei. Welche Ähnlichkeiten gibt es denn zur Rolle des Vater Thiel? Ich bin Schauspieler und da gibt es immer Dinge, die man mit in die Rolle hineinbringt. Aber ansonsten ist das nicht deckungsgleich. Ich bin nicht der Vater Thiel privat. Ich bin privat Klausnitzer und ich spiele den Vater. Ist das so ein Sohn, diese Rolle des Frank Thiel, wo man sagt, ach ja, auf so einen Sohn wäre ich stolz? Oh, auf so einen Sohn bin ich stolz, natürlich, immerhin als Hauptkommissar. Also, das ist schon was, ne? Nein, Axel Prahl ist zum Knuddeln, möchte ich mal so sagen. Das habe ich einen tollen Sohn, ja. Wie ist das bei Ihnen? Ihre Eltern, die waren wahrscheinlich auch stolz auf Sie. Ja, wir sind ja 4 Kinder, da waren sie auf alle stolz, würde ich mal so sagen. Besonders von meinem Bruder, den Älteren. Ja, wir sind 4 Geschwister. Mein Bruder ist 10 Jahre älter. Und der ist Professor für Elementarteilchenphysik, also ist emeritiert. Und auf den waren sie natürlich stolz. Und erstmal musste ich da hinterher. Und als Schauspieler ist man dann am Anfang ja nicht gleich berühmt. So ist es ja nicht. Naja, dann gab es den langen Weg dahin. War das schwierig für Sie, sich da durchzusetzen mit so einem künstlerischen Beruf dann eben auch? Nein, meine Eltern waren da sehr, kulant in der Beziehung. Die haben mich machen lassen, was ich wollte. Ich sagte nach dem Abitur, das möchte ich gerne machen. Und da waren sie mit einverstanden. Natürlich, was sollen sie auch dagegen sagen? Ich hätte es ja sowieso gemacht, auch wenn sie gesagt hätten, du sollst jetzt was anderes machen. Da mein Vater bei Siemens war, Prokurist bei Siemens, wollte er natürlich auch, dass der Sohn, doch geh doch mal zu Siemens. Und als ich so Schwierigkeiten in der Schule hatte, hat ja jeder so mal so eine Zeit, oder viele, nicht jeder, viele. Und geh doch zu Siemens, geh doch dahin und da hast du... Nein, das wollte ich auf keinen Fall. Man will ja immer was anderes als die Eltern. Ich absolut. Wär erstmal dagegen. Die Revolution ja, gehörte dann natürlich. Auch dazu. Und besonders in den 68er Jahren war das natürlich en rogue. Das war aber auch eine Überzeugung von mir und von uns, da mal gegen den Stachel zu lügen. Ein Fuß kommt selten allein, hieß der letzte Münsteraner Tatort, fast 13 Millionen Zuschauer. Klaus-Dieter Klausnitzer spielt den taxifahrenden Vater des Hauptkommissars Thiels. Gibt es denn eigentlich auch so Arbeitstitel für einen Tatort? Ja, der hieß Fußpilz erst, der Arbeitstitel. Aber das wurde dann doch geändert, Gott sei Dank. Wir alle waren da nicht so der Meinung, dass das ein guter Titel ist. Wenn man nicht gleich an den Fliegenpilz nein. Sondern an die Füße denkt. Bitte? Weil man gleich an die Füße und die Krankheiten denkt. Das ist kein guter Titel. Seit 2002 spielen Sie diese Rolle, als das Angebot damals kam. Wie passierte das? Haben Sie sofort zugesagt? Wie war das? Ich habe sofort zugesagt, natürlich. War auch kein Casting. Das Angebot kam und ich habe zugesagt und... Das war ein Glücksfall. War das so eine Rolle, die Ihnen auch auf den Leib geschrieben worden war?
Ja, das glaube ich nicht so, aber es scheint ja so, nachdem ich das also jetzt fast 30 Mal spiele, so zu sein, dass er mir auf den Leib geschrieben ist. Ich gebe mir sehr viel Mühe, sehr viel von mir da hineinzubringen, aber ich bin natürlich privat nicht der Vater. Privat bin ich Klausnitzer immer noch. Das ist ja auch wichtig, um dann einfach in einer Rolle aufgehen zu können und die schauspielerische Leistung dann auch hervorbringen zu können. Was sind denn Herausforderungen speziell bei dieser Rolle des Vater Thiel? Na, nicht sehr große, denn das Kiffen, das musste ich nicht erst lernen. Und Taxifahren, das kann ich. Ich habe zwar keinen Taxiführerschein, aber eben Autofahren. Ja, und sonst gute Stimmungen zu machen und Vater zu sein. Ich bin Vater, habe zwei Töchter. Und deswegen war da alles schon für die Rolle da, würde ich mal sagen. Sind Sie auch mit dem Fußballverein von Frank Thiel einverstanden, mit St. Pauli? Nein, das ist ja mein Sohn. Ich bin BVBler, ja. Das ist doch klar, wenn als Dortmunder. Ja, das ist mein Verein. Wie läuft das bei den Dreharbeiten ab? Wir als Zuschauer nehmen natürlich nur immer nur das Endprodukt wahr. Aber können Sie uns vielleicht einfach mit ans Set nehmen? Sie haben so 3 bis 5 Drehtage. Wie läuft so ein Drehtag für Sie ab? Naja, die Sets sind ja doch meistens draußen. Also, und die drin sind, das ist das Polizeirevier oder eben die Pathologie, das ist dann doch immer dasselbe. Oder das ist in den Wohnungen. Die meisten Aufnahmen werden in Köln gemacht, nicht in Münster. Die Außenaufnahmen wohl in Münster. Also, was soll ich sagen? Die Sets sind ist Natur. Es ist nicht gebaut, wie bei Rote Rosen, wo es die Sätze hingestellt werden. In der Telenovela haben Sie auch eine feste Rolle, genau. Und Sie kommen dort an und werden eben fertig gemacht. Erstmal wird der Zopf dran geklemmt oder die Extensions dran gemacht und dann geht's los, ab in die Taxe. Naja, ein bisschen was habe ich ja so privat auch in der Beziehung. Sie aber da Schmuck, wird noch viel mehr noch dran gemacht. Richtig, richtig, richtig. Mit Perle im Ohr. Die wird dann auch noch dazu gesteckt. Ja, wird draufgeklebt. Okay. Nicht gesteckt. Verstehe. Also, das Setting steht und dann sind Sie dran. Und dann gibt es die Anweisung des Regisseurs. Und dann geht's los. Und dann kommt die Klappe und dann wird gespielt. Ja. Dauert wie lang so ein Drehtag? Der Drehtag von morgens bis abends, es sei denn, Sie haben mal zwischendurch, dann wird eine andere Szene gedreht, Zeit, dann... Dann unterhält man sich mit den anderen, die auch frei haben in der Zeit. Und ja, das ist eigentlich doch ist eine schöne Arbeit, möchte ich sagen. So klingt es auch. Macht Spaß, ja, doch. Klaus-Dieter und die Kollegen Klaus-Dieter. Sind wirklich auch ganz toll. En aranjuez con tu amor. Ja. Sehr rührende Musik. Bei Musik ist es mal so schwierig zu sagen, was rührt einen daran? Können Sie das in Worte fassen? Das kann man nicht in Worte fassen, was einen da. Das ist auch, die ist ja so berühmt, diese Stelle, dieses Adagio. Und wahnsinnig viele Musiker haben sich damit befasst und haben da Interpretationen gegeben. Also, ich weiß, das ist eben was ganz Besonderes. Es ist was ganz Tolles. So wie Mozart oder Bach, die Brandenburgischen Konzerte oder eben Figaros Hochzeit. Das ist einfach, sind Jahrhundertmelodien. Ja, es ist zu spüren, dass Musik Ihnen etwas ganz Besonderes bedeutet auch. Oh ja. Wie ging Ihr Weg zur Musik? Naja, ich in München ich habe ein bisschen getrommelt, als ich noch Jugendlicher war. In der Band? Nein, so Bongo-Trommeln, so ein bisschen, so für mich auch. Aber ansonsten bin ich nicht zu einem Instrument gekommen, leider. Wie kamen Sie zu Bongo-Trommeln? Ist ja erstmal ungewöhnlich. Naja, das war, meine Schwester war da in so einem Club und da stand das Ding rum und dann habe ich da ein bisschen drauf rumgetrommelt. Das hat mir gefallen und dann ein bisschen weitergemacht. Aber das war dann alles, ich fing eigentlich an,
mich zu interessieren für Musik, weil mein Bruder Gitarre gespielt hat und immer bei den Amerikanern damals, da hatte so ein, auch mit Kollegen so eine kleine Band und hat sich da so ein bisschen was verdient und dann wollte ich gerne, mich hat die Querflöte so interessiert und wollte gerne Querflöte lernen und dann hatten wir auch schon eine Flöte ausgesucht, meinen Eltern und auch schon jemanden und dann, der mir das lehrt, also ein Flötenlehrer und dann war aber vom Arzt her gesagt worden, ach, das braucht so viel Luft und so, der Junge, der muss raus an die Luft. Hatten Sie da Schwierigkeiten? Ja, nein, aber ich war natürlich so ein Kriegskind, nicht? Und nach dem Krieg, also ich war sehr unterernährt, großer Kopf und alles dünn. Und dann hat man mir so mit 10 Jahren oder mit 9 Jahren, 10 Jahren einen Tennisschläger in die Hand gedrückt und gesagt, geh mal, du musst da ein bisschen draus machen. Und da wurde dann auch eben, dann mit der Musik ist nichts. Und dann mit dem Tennis ein bisschen was und dann bis hin, dann habe ich auch dann Turniertennis gespielt, also Turniere dann in München, aber so in der Jugendzeit. Also ja. Wurde aus der Querflöte der Tennisschläger, haben Sie es sozusagen ein bisschen, ja, und das ist zwar traurig und ist ja so, aber vielleicht wäre ich jetzt dann ein Jazz-Flötist oder jetzt bin ich halt Schauspieler. Das ist auch ein künstlerischer Beruf, denke ich mir mal. Kammerschauspieler, so ein Titel wird verliehen. Klaus-Dieter Klausnitzer, heute Vormittag in SWR1 Leute. Sie haben diesen Titel vom Theater Dortmund bekommen, sind einem Millionenpublikum auch durch den Münsteraner Tatort bekannt. Dort spielen Sie den Vater von Axel Prahl. War diese Ehrung zum Kammerschauspieler, ist das etwas wie ein Ritterschlag? Naja, also doch, das ist sehr schön und ich bin stolz auf den Titel, aber ich muss ganz offen sagen, als ich in München ja Theaterspielen angefangen habe und am Resi da so kleine Stückverträge hatte, da gab es auch Kammerschauspieler, Staatsschauspieler hießen die dann, das waren so ältere Leute und wir Jungen haben da immer unsere Witze drüber gemacht, nicht? Das sind dann also die Schauspieler, die jetzt also beamtet oder so in dieser Weise wurden und das war dann immer noch im Kopf drin und dann ist man natürlich jetzt, wenn man diesen Ehrentitel bekommt, Kammerschauspieler, hat das so ein bisschen noch die Erinnerung von früher. Ja, mein Gott, früher haben wir doch als junge Leute diese alten Säckel da ein bisschen hopp genommen. Nicht? Aber trotzdem, ich bedanke mich in Dortmund natürlich für diesen Titel. Ich bin ja 34 Jahre im Dortmunder Theater im gewesen. Ensemble? Im Ensemble, ja. Bin ein Ensemble-Typ, bin ja immer gereist, die Ochsentour durch die Provinz, wie man das so sagt, nach meiner ersten Zeit am Staatstheater also im Residenztheater in München, dann eben nach Landshut, in die Schweiz, nach St. Gallen, dann nach Tübingen ein Jahr, dann 2 Jahre in Göttingen, dann in Bremen 3 Jahre und dann nach Dortmund und da dann, wie dann manche Kollegen sagen, da bist du dann hängen geblieben. Was? Dann sage ich, nee, also hängen geblieben bin ich da nicht, sondern es kamen immer wieder neue Schauspieldirektoren und die haben immer gesagt, ja, Klaus, du kriegst die und die Rolle, ne, und bleibst da aber bitte, ja. Und so musste ich halt nicht wechseln. Und das große Lottogewinn, dass mal jemand gesagt hat, komm doch nach Hamburg oder komm nach München oder Berlin, das ist ja auch dann wirklich wie das große Los. Das hatte ich dann eben nicht. Aber ich hatte immer den Wechsel in Dortmund am Theater selbst. Und daraus sind dann 34 Jahre geworden. Und die waren schöne Jahre. Eine Wahnsinnszeit. München haben Sie gerade schon ein paar Mal erwähnt. Da haben Sie eben angefangen. Können Sie sich an Ihre allererste Rolle auf der Bühne noch erinnern? Ja, jetzt muss ich schnell nachdenken. Das war in der Bluthochzeit. Und Martin Benrath spielte da den Mann. In der Bluthochzeit haben so junge Männer, spanische junge Männer, haben so nicht einen Rundgesang, sondern so Sprache. Und ich musste da sagen, da fällt mir sogar ein Satz noch ein. Die Braut, die Weiße, heute noch Jungfrau, morgen schon Frau. Das war ein Satz. Komm, Schwarzgelockte, der Morgen träufelt noch Tau. Oder schon Tau. Also, dass das noch drin ist, wie lange ist das her? Ja, das,
wie 60 Jahre oder was weiß ich. Und oder 55 Jahre. Und das war, da bin ich dann in meinen englischen Garten gegangen. Diese zwei Sätze, die habe ich dann immer geübt im englischen Garten, habe die immer vor mir hergesagt. Ja, das waren die ersten, das, genau, das, jetzt haben sie mich aber da erwischt. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht. So, super. Plötzlich kam mir das wieder. Ja, das war Christa Keller, glaube ich, hat das Mädel gespielt und Martin Benrath, den jungen Mann. Auf der Straße werden Sie natürlich immer erkannt. Als der taxifahrende Vater von Axel Prahl im Münsteraner Tatort, wurden Sie auch heute Morgen schon erkannt? Selfies mussten Sie machen? Ja, aber heute Morgen wurde ich erkannt. Ja, warum und wie und was er von mir kannte. Das habe ich ihn dann gefragt. Er kannte sehr viel, auch Rote Rosen und so weiter. Nein, als ich dann hier bei der Pforte war, kam er dann gleich und wollte ein Autogramm, was ich ihm dann auch gerne gegeben habe. Und hat dann auch noch eine Aufnahme von mir gemacht. Also ja, ich werde viel erkannt. Ich habe aber keine Berührungsängste. Es sei denn, es kommen so ein bisschen schon angetrunken und so, dich kenne ich doch, du bist doch der da und so. Dann wird es ein bisschen unangenehm. Aber da habe ich mich auch immer gut entziehen können dem. Und ja, so. Sie sind eben ein Urgestein auch im Fernsehen. Bei Loriot waren Sie bei den Sketchen schon dabei. Ja. Rote Rosen haben Sie gerade angesprochen. Ja. Da sind Sie inzwischen in der 5. Staffel schon mit dabei. Das ist eine Telenovela. Haben Sie da gleich zugesagt bei diesem Rollenangebot? Das ist eine Telenovela-Soap, ja. Telenovela, weil die Geschichte in einem Jahr fertig erzählt ist von einer Frau mittleren Alters, so 40, 45, die sich nochmal verwirklichen will. Familie raus, Kinder, also Familie, Kinder raus und vielleicht Ehemann geschieden. Und also gibt ganz verschiedene Geschichten. Das ist also die Telenovela, die beendet ist. Und dann gibt es eben als Soap den sogenannten Hauptcast, der dann immer wieder weiter Geschichten bekommt in dieser großen Geschichte. Und deswegen bin ich im Hauptcast schon immer wieder nochmal dabei und in der 5. Staffel, was sehr schön ist und ich mich sehr freue, das machen zu können. Das sagen Sie, Sie freuen sich sehr und als dieses Angebot damals kam, war das gleich auch etwas, wo Sie gesagt haben, na klar, in dieser Art und dieser Form, da mache ich mit. Also es kam einmal ein Angebot für diese Rote Rosen und ich musste meiner Schande gestehen, oder Schande vielleicht nicht, man guckt ja da nicht, es gibt viele, die das nicht gucken, ich kannte das überhaupt nicht und ich habe das dann auch gleich abgesagt. Also die Agentin hat das dann irgendwie verstanden. Und dann kam aber im Jahr drauf nochmal das Angebot von der Firma und dann sagte auch die Agentin, hör mal, das ist eine schöne Rolle, guck dir das mal genau an, das musst du unbedingt machen eigentlich. Und dann habe ich mir das, ja, dann habe ich mir dann mal die Sendung angeguckt und sagte, naja, eigentlich ist das schön, kann man ja machen und die Rolle ist toll, dieser Schuhmachermeister. Und dann habe ich zugesagt und das war aber dann in den ersten 4 Wochen doch ein steiniger Weg, wo ich dann gesagt habe, na, weil ich gedacht habe, das hat eigentlich nichts damit zu tun, wie ich sonst immer Theater oder Film gemacht habe. Nicht? Das ist, man muss sagen, es ist Fabrik. Und ich dachte, das kann doch gar nicht gut sein, das ist doch das... Und habe mir auch nie was angeguckt. Also erst nach 4 Wochen habe ich dann mal, nachdem ich so verzweifelt war, gesagt, ich höre da auf, das geht nicht. Waren Sie dann zufrieden, als Sie es gesehen haben? Ja, ich habe gesagt, das geht doch. Das ist jetzt nicht das wahnsinnige Oscar-Reif-Ding, aber das ist eigentlich toll, ist eigentlich gut, habe ich nicht gedacht. Und dann habe ich gesagt, das machst du jetzt weiter. Und dann arbeitet man sich rein und dann macht es auch Spaß. Und dann hat es Spaß gemacht und die Rolle war schön und die Geschichten, die geschrieben wurden dafür und die Figur, also das ist jetzt richtig. Aber dennoch steckt ja auch eine Kritik drin, wenn Sie sagen, das ist Fabrik. Also da wird es wirklich viel produziert. Ja, aber trotzdem würde ich jedem Kollegen, der auch wie ich so die Nase gerümpft habe erst drüber, ich würde jedem Kollegen sagen, mach es erstmal. Mach erstmal, bevor du das verurteilst. Ja? Das ist also irgend so
Es war ja auch früher so, am Theater hat man doch die Schauspieler, die Reklame gemacht haben für irgendwas, sei es irgendein Waschmittel oder irgendwas anderes, die hat man doch verdammt, hat er gesagt, das ist ja wirklich, der macht das nur für Geld oder so. Heutzutage ist das, freuen sich die Kollegen, wenn sie das machen und dürfen. Und erst mal selber machen ist ja, auch natürlich. Natürlich, na, selbstverständlich, klar. Also so ändern sich dann auch die Zeiten, aber diese Art ist was anderes als Theater. Theater ist, da üben sie 6, 8 Wochen und dann spielen sie das am Abend durch. Und hier müssen sie halt, dass eine Szene innerhalb von 20 Minuten muss die abgedreht sein. Zwei Welten, die sie da miteinander verbinden. Einmal Theater, Film und Fernsehen. Und dann fliehen sie manchmal noch in eine andere Welt, nämlich nach Indonesien. Und sie haben eine ganz besondere Beziehung zu Indonesien. Welche? Besondere Beziehung, weil wir da im Jahr 2, 3 Mal, wenn es geht, ja, darunter fliegen. Meine Frau hat eigentlich den Virus bei mir angesetzt oder mich damit infiziert, so muss ich das sagen. Und zwar ist immer nach Bali-Verrückte gewesen. Sie mussten jetzt mit? Jetzt nicht mehr. Ja, ich bin dann mit am Anfang und dann wurde das aber auch immer ein bisschen unangenehmer in Bali, weil immer voller wurde. Man sagt, es sei das Mallorca. Ja, ja. Im Grunde für richtig, die Australier. Ja, ja, overcrowded. Die Australier, ja, Chinesen, Russen, sehr viel, Japaner. Und das ist voll. Also der Süden von Bali ist wirklich nicht mehr schön. Das ist Mallorca, ja. Das ist, und der Norden immer noch, ja, Ubud im Landesinneren auch sehr voll, sehr touristisch, also die Touristik macht eben viel kaputt. Haben Sie bringt neue Segen für die Einwohner und für die Einheimischen, aber auch die negativen Dinge sind natürlich sehr, sehr, sehr schlimm, sagen wir mal so. Unterstützen Sie das in irgendeiner Form, dass Sie sagen, wir möchten das so nicht mit ansehen? Oder was ist Ihr Antrieb? Wollen Sie sich einfach nur erholen? Naja, wir haben uns natürlich erholen wollen und wollten natürlich, und das haben wir auch, uns mit den Einheimischen, mit den Einwohnern dort angefreundet, denn wir wollten Land und Leute kennenlernen und haben dann auch Leuten geholfen, ihre Kinder, Erziehung, Ausbildung, ein bisschen Geld gegeben und dann wurden Freundschaften draus, sehr enge Freundschaften und deswegen ist man dann auch immer da hingeflogen. Und aber dann war es eben mit Bali doch ein bisschen zu Ende. Ich hatte auch bei Bernd Stelter, NRW, das NRW-Duell, 3.000 Euro gewonnen. Und diese 3.000 Euro soll man ja dann stiften oder geben, Bedürftigen. Und dem, deshalb die 3.000 habe ich einem Balinesen gegeben, ein ganz armer, der mit 3 Kindern in einer Hütte im Wald da lebte, ganz, ganz furchtbar, also in einem Raum und Toilette war im Wald und die Küche war irgendwie so ein Steinding, wo sie was gemacht haben. Und der ist auf den Baum geklettert, der hat also die Nüsse auch da runtergeholt und ist runtergefallen und hat sich einen Bruch geholt, einen offenen Bruch geholt, wurde operiert und das war dann immer noch schlimm. Und dann musste noch eine Nachoperation, das hat die Dorfgemeinschaft nicht mehr bezahlt. Und dann haben wir das bezahlt und haben den Kindern auch weiterhin geholfen in ihrer Ausbildung. Und die sind beide Mädchen, haben Abitur gemacht und die eine arbeitet in der Touristikindustrie sozusagen in Hotels und der Junge ist auch jetzt in der Oberstufe. Also das ist ganz großartig, den haben wir also eine Hütte gebaut. Merkt man damit auch, dass Sie stolz drauf sind. Ja, das ist also auch das Geld ist ganz toll angelegt, nicht irgendeiner Organisation gegeben, sondern selbst es gegeben. Und die Hütte wurde gebaut und eine Küche wurde gebaut und 2 Wohnräume, damit die Mädchen da und die Männer da getrennt wohnen können. Und das eine Toilette wurde gebaut. Also das war dann alles doch ganz toll. Und das Ergebnis ist halt auch toll. Die Erziehung und das ist das
Wichtigste. Klaus-Dieter Klausnitzer, der Vater Thiel im Tatort Münster, Kammerschauspieler. Sie waren im Team von Loriot, Sie sind bei Rote Rosen mit dabei. So eine schauspielerische Bandbreite, da kommen dann noch 250 Theaterrollen mit dazu. Können Sie so sagen, im Laufe der Zeit, was so die größte Veränderungen bei der Schauspielerei ausmacht? Die größte Veränderung, wie meinen Sie das? Na, in Bezug, Sie haben eben schon mal von der Fabrik gesprochen, bei der Arbeit bei der Telenovela. Sie meinen den Unterschied zur Theaterarbeit und für Sie zu ganz Filmen persönlich, was stellen Sie da fest? Welche Veränderungen gibt es da? Naja, es sind unterschiedliche, ob Sie Film oder Fernsehen machen oder ob Sie Theater spielen. Wir fangen mal bei Film und Fernsehen an und dann gehen wir zum Theater. Ja, aber das gehört ja zusammen. Das ist ja ein Beruf, aber nicht dasselbe. Sie müssen sich ganz anders einsetzen beim Film, beim Fernsehen und beim Theater. Beim Theater probieren Sie 6-8 Wochen, dann spielen Sie das Ding durch. Nicht? Beim Film haben Sie eine Szene, beim Tatort zum Beispiel haben wir dann an einem Tag 2 bis 5 oder wenn es hochkommt 6 Minuten zu drehen. Bei einer Telenovela wie bei Rote Rosen habe ich 45 Minuten zu drehen an einem Tag. Also eine so die Länge einer Folge. Wir drehen diese Folge natürlich nicht kontinuierlich an einem Tag hintereinander, sondern 5 Folgen in der Woche und die durcheinander. Die Texte kriegen wir erst eine Woche vorher, anderthalb Wochen vorher, die gesamten Texte von der Woche und am Donnerstag vor der Woche, in der wir drehen, kriegen wir die Disposition, wann wir was drehen. Also was am Montag dann kommt, am Dienstag dann kommt und das geht dann durcheinander, die 5 Folgen. Muss man sich gut strukturieren? Ist ein ordentliches Paket? Ist diese Welt hektischer geworden oder gibt es da auch noch solche Inseln? Ist der Tatort vielleicht so eine Insel? Ja, naja, der Tatort ist nicht eine Insel, ist auch eine harte Arbeit, muss ich sagen. Also das besonders dann also für die Hauptdarsteller, der Axel Prahl, die haben dann so 20, 22 Drehtage und Jan-Josef Liefers. Das ist natürlich auch ein Pfund, ja. Das geht dann jeden Tag 8 Stunden und manchmal eben dann länger, weil das Pensum muss gemacht werden. Es darf nicht aufgeschoben werden. Also das ist natürlich auch ein Arbeitsprozess. Aber der Arbeitsprozess bei einer Telenovela ist natürlich fast Fließbandarbeit. Und da muss man sich einrichten dafür. Und da muss alles zusammen wie ein Uhrwerk laufen. Also auch der Techniker, sei es jetzt der Ton oder die Beleuchtungen, alles muss ineinander stimmen. Jeder hat natürlich seinen Part. Und ja, diese und Wahrnehmung der Welt, dass alles immer hektischer wird, trifft die auch auf diese Film- und Fernsehwelt zu? Wenn sie das natürlich zulassen, dass das hektisch ist, dann funktioniert es nicht. Es muss laufen. Und das ist dann geht nur, wenn man dann auch, wenn Fehler akzeptiert, die der andere macht und sagt, okay, der hat einen Fehler gemacht. Aber dann machen wir das eben nochmal. Alle können Fehler machen. Und wenn das wie eine Familie behandelt wird und auch verziehen wird, dann läuft das Ganze. Und dann kann das auch nur so laufen, als wenn man sich, du hast jetzt das ja gemacht, du bist doch verrückt. Das geht nicht. Also Streitereien kann man sich gar nicht erlauben. Das muss ablaufen und wir müssen auch das Pensum schaffen. Die Szenen müssen gedreht werden. Eine Szene 20 Minuten. Ja. Und jetzt gehen wir mal rüber zur Theaterwelt. Diese Wahrnehmung dort, ist das eine komplett andere? Na, die Theaterwelt haben wir eben, und das ist ja auch das Schöne beim Theater, Sie setzen sich erstmal zusammen, diskutieren, wie ist das Stück, was wollen wir damit, wie sind die einzelnen Figuren, was will man damit aussagen, und dann nach einer Woche Diskussion und Gerede fängt man dann an, die Szenen zu arbeiten, und so probiert man, bis man dann sozusagen fertig ist, man ja nie richtig, aber bis man dann zur Premiere kommt. Und das ist ein großer Luxus am Theater, dass man sich das auch noch leisten kann. Und das ist natürlich was ganz Tolles. Und das sollte man auch weiterhin hochhalten. Also diese Strukturen des deutschen Theaters, des deutschen Repertoire-Theaters in der Schweiz und auch in Österreich, die sollte man schützen. Das ist ein Kulturgut. Das sollte man wirklich weitermachen. Wie schwierig ist es, gleichzeitig eine Familie zusammenzuhalten und immer unterwegs zu sein? Das ist schon die Quadratur des Kreises fast. Also ich,
das ist, man muss es auseinanderhalten, denke ich. Da gibt es, also ich habe es immer auseinandergehalten, die Familie und das Theater oder der Film. Das sind lässt zwei sich das so auseinanderhalten? Welten. Ja. Das, na ja, nicht ganz. Also das ist natürlich, wenn Sie am Theater 6-8 Wochen probieren und in eine Rolle reinschlupfen, dann ist das schon ein Problem für in der Familie, für die Mitmenschen, für meine Frau, die dann gesagt hat, als sie mal gefragt wurde, ja, wie hältst du das überhaupt aus? Da sagt sie, ach wieso, ich habe dann so alle 6-8 Wochen einen neuen Mann im Bett. Das heißt, die Rollen gehen natürlich schon in der gewissen Weise in einen rein und man trägt das dann auch ins Private mit. Aber das versuchte ich immer und auch mit Erfolg schon, muss ich sagen, auseinanderzuhalten. Nicht? Das Privat ist privat und das habe ich nie versucht zu verbinden. Ja, aber Sie machen natürlich auch eine Entwicklung durch und Veränderung als Schauspieler und das muss die Familie dann ja irgendwo auch wieder auffangen und tragen, sicherlich. Ja, ne? Richtig. Aber deswegen mag ich auch Boy Changes, also der Wechsel immer. Ich bin ja auch wahnsinnig viel umgezogen am Anfang. Ich habe das ja schon gesagt, wie das sagt man ja auch, dreimal umgezogen ist einmal abgebrannt. Ja, aber das immer mit Kind und Kegel, mit meinen zwei Kindern. Also ja, gut, das ist aber trotzdem, hat das immer wieder neue Erfahrungen gegeben. Und das ist ja, was das Leben sozusagen auch für die Arbeit dann an Rollen gut ist. Das auch eine ist, Entwicklung dadurch zu machen. Ja. Jetzt drehen Sie in Lüneburg viel. Haben Sie da auch einen Wohnsitz? Ja, ich hatte erst eine kleine Wohnung, aber meine Frau hat dann gesagt, nein, dass hier auf Montage, du immer nur am Wochenende zu Hause, da komme ich jetzt mit. Aber ich hatte so eine kleine Mansardenwohnung mit heiß im Sommer. Und dann habe ich gesagt, komm, dann komm du auch mit, dann ziehen wir in eine größere Wohnung. Und dann musst du nicht immer allein in Dortmund sitzen die ganze Woche. Und das haben wir auch jetzt gemacht. Und jetzt werden wir mal sehen, wie sich das jetzt auch weiterentwickelt. Steht schon fest, wann der nächste Münsteraner Tatort gedreht wird? Den haben wir jetzt, der ist abgedreht. Der ist abgedreht und der wird gesendet, das weiß ich nicht, die Sendezeit. Und der nächste ist dann wieder im Herbst, der wird im Herbst gedreht, ja. Verraten Sie uns aus dem, den Sie schon gedreht haben, für Sie die herausforderndste Szene, die es da gab? Da gab es für mich das Tatort, wo ich nur einen Drehtag habe. Und ich hatte erst eine Szene da drin nur. Und da habe ich dann schon also die Nase gerümpft und mit mich ein bisschen, was heißt beschwert. Und ich habe gesagt, nee, also da seid ihr aber mit der Figur ein bisschen lax umgegangen, die Autorin. Und dann habe ich noch eine Szene dazu bekommen. Jetzt habe ich da zwei kleine Szenen drin in dem nächsten Tatort. Wie sieht die aus, die Sie dazu bekommen haben? Das ist genau dieselbe. Eigentlich nochmal. Also da bin ich reiner Taxifahrer. Da fahre ich meinen Vater zu zwei Stellen hin. Und wir freuen uns drauf. Sie fahren Ihren Sohn wahrscheinlich zu zwei Natürlich, Stellen. Natürlich, selbstverständlich. Der hat es im Rücken und deswegen muss man ihm da ein bisschen beistehen. Wir sagen herzlichen Dank für den Besuch. Klaus-Dieter Klausnitzer, alles Gute Ihnen. Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Dankeschön.